eine Änderung zielführend war, ob die Ergebnisse optimiert wurden. Das Herz des Wasserkraftwerks, die Turbine. Der Wasserstrom und seine Geschwindigkeit, Widerstände und Krafteinwirkungen werden hier sichtbar. Der Ingenieur kann die Rotorblätter interaktiv verändern und so ihren Winkel für eine optimale Energieerzeugung ermitteln. Doch wie verhalten sich virtuelle Simulationen zur realen physischen Welt? Wenn beide Ebenen vermischt werden, sprechen Wissenschaftler von Augmented Reality. Reale Versuchsaufbauten, wie hier das Automodell im Windkanal, werden mit virtuellen Bildern überlagert. Die Simulationen wurden ausschließlich am Rechner erstellt. Hier werden sie zum ersten Mal dem realen Experiment gegenübergestellt. Der Versuch zeigt, die Simulation stimmt 1:1 mit der Realität überein. Doch die Wissenschaftler müssen mit der Tatsache leben, dass Simulationen immer nur Teilaspekte wiedergeben können. Die Realität ist zu komplex. Simulationen berechnen detaillierte Einzelprozesse. Die Ergebnisse können in das Gesamtkonzept einer Versuchssituation als zusätzliche Information eingegliedert werden. Es gibt viele Menschen in Second Life, die kerngesund sind. Aber Second Life hat auch Platz für Menschen mit körperlichen oder mentalen Einschränkungen. Auf dieser Insel hier zum Beispiel erholen sich Menschen, die an unterschiedlichen Behinderungen leiden. Unter anderem Menschen, die einen Schlaganfall hatten. Die Koordination von Hand und Augen bei der Benutzung einer Computermaus und Tastatur hat vielen von ihnen geholfen, sich schneller von ihrer Krankheit zu erholen. Auch können sich hier Patienten austauschen, die im realen Leben kaum auf Leidensgenossen treffen. In der psychiatrischen Klinik der Universität Basel werden virtuelle Simulationen für therapeutische Anwendungen entwickelt. Der Neurologe Ralf Mager und der Ingenieur Oliver Stefani beschäftigen sich vor allem mit Ängsten und Phobien von Menschen, insbesondere mit der Höhenangst. In einer virtuellen 3D-Welt sollen sich Patienten mit ihrer Angst auseinandersetzen. Konfrontative Verhaltenstherapie, was sonst die Therapeuten in realen Umgebungen mit ihren Patienten praktizieren, wird hier im Labor virtuell simuliert. Dann würde ich sagen, steigen Sie doch mal ein in den Fahrstuhl, auch wenn es jetzt schwerfällt. Ja, sehr gut. Was fühlen Sie im Moment? Ich habe leicht zittrige Hände und ein sehr mulmiges Gefühl im Magen. Schauen Sie sich mal um. Wichtig ist da nicht nur auf die Gegenseite. Oh, ich fühle mich sehr unwohl und ich würde am liebsten wieder runter. Versuchen Sie das mal auszuhalten. Und obwohl es schwer ist, würde ich Sie bitten, jetzt doch noch mal 5 Stockwerke hochzufahren, dass wir da an die Grenze kommen. Das ist ganz wichtig.
Patienten haben ihre Höhenangst spätestens dann überwunden, wenn sie sich frei bis zur Kante des Hochhausdaches bewegen können. Also es gibt klare Hinweise, dass es erfolgsversprechend ist, die virtuelle Umgebung einzusetzen für die Therapie. Es werden offensichtlich vergleichbare Therapieerfolge erzielt, wahrscheinlich in etwas kürzerer Zeit. Es sind sehr viele andere Störfaktoren möglich in der Realität, die wir hier kontrollieren können. Das macht es möglich, dass man auch international in Studien Erfolge oder Misserfolge vergleichen kann, dass man die Stimulation auch optimieren kann. Also wir können die verändern, um eigentlich so die wirklichen Stimuli, die die Angst auslösen, um die so etwas mehr in Reinkultur zu bekommen, wodurch dann die Behandlung auch effektiver wird. Los Angeles. Auch hier am Institut für kreative Technologie arbeiten Wissenschaftler an virtuellen Simulationen für die Therapie. Sergeant Blackwell, 123rd Infantry, virtual, sir. Das Institut experimentiert mit sogenannten Mixed Reality Situationen für die Ausbildung der Soldaten im Auslandseinsatz, gefördert durch das US-Militär. This is a hostile area. Get out of here now. Monkeys are waiting outside. Go, go, go! Doch der Verlauf vor allem des Irakkrieges hat ganz andere Realitäten mit sich gebracht. Tausende Kriegsheimkehrer, die an posttraumatischen Belastungsstörungen leiden, eine nur schwer zu heilende psychische Krankheit. In therapeutischen Sitzungen sollen sie mit ihrem Trauma in Berührung kommen, um es besser zu verarbeiten. Mit Hilfe von simulierten Kriegssituationen. With just getting you easing down the desert road, I want you to tell me a little bit about your experience in Iraq and how this brings up some of the memories for you. I'm feeling very tense. I mean, with this much activity, gunshots, you know something's going on. I feel, you know, feel there could be an attack anytime. And feel very vulnerable. I just want to get out of here. Whoa, shit. Eines der Schlüsselsymptome von posttraumatischen Belastungsstörungen ist die Vermeidung von Erinnerungen an das traumatische Erlebnis. Wenn sich die Soldaten das Erlebnis in ihrer Imagination vorstellen sollen, wissen wir nie, ob sie das wirklich tun und wie gut sie es tun. Bei der virtuellen Realität können wir ihnen systematisch Stimuli zuführen und wissen genau, was für Dingen sie ausgesetzt sind. Das ist ein großer Schritt vorwärts für diese Art von Therapie. And that's a major leap forward for this type of treatment. Die Ironie? Die hierbei verwendete Simulation ist die Modifikation eines Computerspiels. Es wurde vom US-Militär für Trainingszwecke entwickelt und später als Spiel für die Xbox auf den Markt gebracht. That excites me. Ich finde es aufregend, etwas zu nehmen, was einem ganz anderen Zweck gedient hat, in diesem Fall keinem besonders guten Zweck, nämlich Krieg zu führen, und dann zu versuchen, mit den gleichen Werkzeugen einige der Probleme zu lösen, die der Krieg mit sich gebracht hat. Simulationen wirken offenbar auf unser Bewusstsein. Verändern sie möglicherweise auch unsere Wahrnehmung, unser Handeln? Vielleicht hilft ein genauerer Blick in das Innenleben der virtuellen Welt. Hello, this is Tom Bukowski again. This is my. Hallo, hier ist wieder Tom Bukowski. Das ist mein Büro. In Second Life bin ich von Beruf Anthropologe. Ich untersuche die Erfahrungen der Bewohner. Diese gemütliche Ecke ist für meine Studien reserviert. Hier sitze ich mit Second Life Bewohnern zusammen und rede mit ihnen über alles, was gerade so passiert. Was sie spannend finden an der virtuellen Welt und wie diese sich zur realen Welt verhält. Tom Bukowski, alias Tom Bölstorff, ist auch im realen Leben Anthropologe.
Zweieinhalb Jahre hat er ausschließlich in Second Life Feldforschung betrieben und sich dabei herkömmlicher anthropologisch-wissenschaftlicher Methoden bedient, von teilnehmender Beobachtung bis hin zu Interviews. Für manche Menschen ist Second Life wie ein Comic, ein Traum oder eine Fantasie. Doch dann gibt es Menschen, für die sind Beziehungen in Second Life realer als ihre Beziehungen in der echten Welt. Sie sagen, in Second Life lernt man Menschen von innen nach außen kennen, während man sie in der realen Welt von außen nach innen kennenlernt. In Second Life sehe ich den Avatar eines Menschen. Ich weiß nicht, ob es eine Frau ist oder ein Mann, ob sie 70 ist oder 20. Ich weiß nicht, was sie arbeiten. Ich lerne sie kennen, so wie sie wirklich sind. Lagerfeuer-Idylle in einer schönen neuen Welt. Entstehen hier utopische Lebenskonzepte? Kann hier Gesellschaft in Reinform simuliert werden, als digitale Alternative zu unserer verbrauchten Welt, mit lauter perfekten Neugeschöpfen? Second Life ist keine utopische Gesellschaft. Jeder kommt aus der realen Welt und ist dort aufgewachsen. Wie viele andere auch, habe ich in Second Life ein unglaubliches Maß an Freundlichkeit erlebt. Aber wenn viele unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen, entstehen auch alle möglichen Konflikte. Eine Sache, die mir dabei signifikant erscheint, ist, dass Second Life, wie die meisten virtuellen Welten, einer Firma gehört, die natürlich Profit machen möchte. Die virtuelle Welt ist auf dem Grund kapitalistischer Prämissen gebaut. Menschen kaufen, verdienen und verkaufen. Und das beeinflusst die Gesellschaft in Second Life. Simulierte Welten, sie dienen als Projektion von Träumen und Wünschen. Sind sie auch bessere Alternativen zur Realität? Für Wissenschaft und Forschung eröffnen sie eine neue Dimension der Erkenntnis. Reale physikalische Grenzen werden sie kaum durchbrechen können. Trotzdem, die Faszination, Verborgenes sichtbar und Unmögliches virtuell möglich zu machen, bleibt. Wo stoßen Simulationen an Grenzen? Wo verschwimmen Virtualität und Realität und führen uns in die Irre? Simulationen können das reale Verhalten eines Objektes, eines Bauteils nie eins zu eins wiedergeben. Es sind immer nur Annäherungen an das reale Verhalten. Sie versuchen immer so nah an der Realität wie möglich zu sein, versuchen das Instrument aber auch so zu nutzen, dass sie über das unmittelbar Beobachtbare hinausgehen und sagen, ich werde vielleicht erst in 100 Jahren sehen, ob meine Simulation richtig war. Ich glaube, dass wir mit der Möglichkeit, Dinge im Virtuellen darzustellen, die Möglichkeit haben, die Realität auch besser zu erfahren, ein anderes Verhältnis zu ihr zu gewinnen. Wenn sich Menschen, gerade natürlich Jugendliche, sehr lange aufhalten in virtuellen Umgebungen, dass manche Erfahrungen in der Realität nicht mehr gemacht werden können. Dass es weniger die Erfahrungen in der virtuellen Realität sind, die störend sind, sondern die fehlenden Erfahrungen in der realen Welt. Die Menschen kennen den Unterschied zwischen Simulationen und der realen Welt, aber sie können eine Simulation betreten und mit ihr interagieren, als ob sie in der realen Welt wären. Virtuelle Welten machen ganz neue Dinge möglich. Und das wird unsere Vorstellung von Identität und Gesellschaft in Zukunft auf den Kopf stellen. Fest steht, virtuelle Simulationen haben bereits Ort. In Zukunft spielt es keine Rolle mehr, ob etwas virtuell oder real ist. Das Reale ist im Virtuellen und das Virtuelle im Real. Doch dort, wo Simulationen als vermeintliche Heilsbringer die Überschreitung physikalischer Grenzen versprechen, wird die Realität sie wieder einholen.